Georges Bataille hatte das System der totalen Leistung, des ohnehin bereits verderbten Potlatch als ein reines Verausgabungsspiel noch einmal auf die Spitze getrieben. Bataille führt gegenüber Moos einen Gabebegriff ein, der das Prinzip der Freigebigkeit in eine Absolutheit steigert, die durch maximale Maßlosigkeit und Selbstlosigkeit das Geben zum Zerstörungspotlatch werden lässt. Dem fallen jedoch auch die sozialen Verbindlichkeiten zum Opfer, die Moos aus der Erwiderungsverpflichtung der Gabe, das heißt die Konstellation aus Gabe, Kredit und Gegengabe, abgeleitet hatte, da auf die absolute Zerstörung nichts mehr zu erwidern ist. Hatte Moos den Potlatch noch mit dem sozialen Konzept der Ehre und der symbolischen Macht als Gewinn verknüpft, sieht Bataille in ihm eine gänzlich interesselose Beschäftigung, ein echtes Spiel nämlich. Wie Heusinger betrachtet er den Potlatch nicht als die seltenste und extremste Form, die sie war, sondern als typische Form des archaischen Tauschsystems. Gemäß seiner eigenen evolutionshistorischen Argumentationsrichtung praktizierten den Potlatch ihn die rückständigsten dieser Völker. Zu Anlässen sozialer Statusänderung die zivilisierteren Stämme aber würden den Potlatch selbst zum Anlass eines Festes nehmen. Bataille verallgemeinert den Potlatch-Instinkt. Einerseits müssen wir etwas verschenken, verlieren oder vernichten. Aber das Geschenk wäre unsinnig und wir würden uns nie dazu entschließen, wenn es nicht die Bedeutung eines Erwerbs hätte. Schenken wird also heißen, eine Macht erwerben. Im Geschenk vermag sich das schenkende Subjekt zu überschreiten, aber im Austausch gegen den verschenkten Gegenstand eignet sich das Subjekt die Überschreitung an. Es betrachtet diese Fähigkeit, zu der es die Kraft gehabt hat, als Reichtum, als eine Macht, die es von jetzt an besitzt. Er bereichert sich um die Verachtung des Reichtums und was es jetzt hütet wie einen Besitz, ist die Wirkung seiner Freigebigkeit. Wenn es aber einen Gegenstand in Anwesenheit eines anderen vernichtet oder verschenkt, so hat der, der ihn hingibt, für den anderen effektiv die Macht zu verschenken oder zu vernichten. Er ist jetzt reich, weil er vom Reichtum den Gebrauch gemacht hat, der in dessen Wesen liegt. Er ist reich, weil er ostentativ verzehrt hat, was nur, wenn es verzehrt wird, Reichtum ist. Der im Potlatch erworbene Reichtum in der Konsumtion für andere besteht faktisch nur insoweit, wie der andere durch die Verzehrung modifiziert wird. Dieser Potlatch berge jedoch den lächerlichen Widerspruch, dass der Gewinn des Schenkenden nur ein vermeidlicher ist, solange der Beschenkte das Geschenk mit Zinsen noch in der Lage sei zu erwidern. Der zuletzt Schenkende würde seinerseits beschämt und der andere trage den Sieg in dieser eigenartigen Rivalität davon, aber ab infinitum. Daher denkt sich Bataille idealerweise einen Potlatch, der nicht erwidert werden kann. Den Argon mittels des animalischen Faktors, der das Subjekt befähige, sich selbst ganz ins Spiel zu bringen und sich aufzuopfern, gewinnen könne also nur der, der das letzte Wort hat. Dieser Mechanismus heißt bei Bataille interesseloses Spiel, eine unproduktive, nutzlose Verwendung von Ressourcen, entweder von Geld oder materiellen Dingen, etwa beim Glücksspiel, oder des physischen Subjekts selbst im Kampf und Krieg. Mit seinem Begriff der Verausgabung wendet sich Bataille ganz bewusst gegen Nutzen und Gewinn als allgemeine Differenzmerkmale für soziale Tätigkeiten, die auch Caillois an Heusinkers Spieldefinition kritisiert hatte. Wie weit Bataille und Caillois von Heusinger entfernt sind, sieht man gerade am Potlatch-Beispiel. Während Caillois den Potlatch durch seine Verbindung zum Heiligen eigentlich gar nicht als wirkliches Spiel auffasst, ihm aber in Bezug auf die Verwandtschaft von Spiel und Heiligem einen wichtigen Platz einräumt, hatte Heusinger dem Potlatch, gerade weil er ein heiliges Ritual ist, Spielcharakter zugeschrieben. Seine ökonomische Bedeutung, die Moos Gabentheorie prononciert, musste von Heusinger unberücksichtigt bleiben, da diese seinen Begriff vom Spiel nicht gewinnbringend sein zu dürfen unterlaufen hätte, wie aufgrund dessen das Glücksspiel unberücksichtigt bleibt. Demgegenüber steigert Bataille das vermeintlich ökonomische Interesse, das Potlatch derart radikal in eine sinnlose und unproduktive Verausgabung, dass er sogar als Paradigma jedes Alia-Spiels figuriert. Die Vernachlässigung der intrikaten Eigenschaften des heiligen Rituals in Abgrenzung zum Spiel veranlasst Bataille, einer Verlagerung der heiligen Handlung auf die Wettkampfspiele zu sprechen. Das verbindende Element aller drei Interpretationen ist der Argon des Potlatch.
Es sei eine erbärmliche Auffassung, das Spiel nur als bedauerliche Vorbedingung produktiver Tätigkeit, als Entspannung vom eigentlich Werthabenden anzusehen. Spiele der Entspannung wegen, Spiele also im aristotelischen Sinne, seien schwache Spiele im Laufe eines Lebens, das der Ernst beherrscht, der stets unendlich mal mehr zählt als das Spiel. Die Intensität der Energien, welche für die unproduktive Verausgabung in allen Arten von Wettspielen aufgewendet würde, überträfe diejenigen der produktiven Unternehmen eminent in entfesselter Leidenschaft, Raserei bis hin zu einer bewussten oder unbewussten Anziehung durch Todesgefahr. Der Potlatch gerate in diesem Sinne in seiner Eigenschaft als Spiel durch eine exzessive Tauschtätigkeit zu einer Art rituellen Pokerns mit rauschhaften Zügen als Quelle des Besitzes, weshalb Bataille den Begriff für Verausgabungsformen reserviert, die Wettkampfcharakter haben, die auf eine Herausforderung hingemacht werden und Gegenleistungen hervorrufen, das heißt Formen des archaischen Tauschsystems wie der Zweikampf, der Krieg und das Glücksspiel, die in diametralem Gegensatz zu den gegenwärtigen Handelspraktiken stehen. Der Potlatch figuriert bei ihm als gewaltiges Spiel, an dessen Tisch rivalisierende Spieler sitzen und wo sich in irgendeiner Gestalt alle Elemente und alle Formen des Weltspiels begegnen. Moos bezeichnet zwar den Potlatch an mehreren Stellen als Spiel, jedoch ohne diese Bezeichnung theoretisch auszuformulieren oder die zugrunde gelegten Kriterien zu explizieren. Nach der Definition Caillois wird weder der Moosche Potlatch noch das ursprünglich zugrunde liegende Gabenfest vom Spielbegriff erfasst. Jener mindestens aus Gründen der prononcierten ökonomischen Interessen, dieser, weil er ein Ritual ist, das sich nicht autotelisch auf die Vergangenheit bezieht und auf die Zukunft ausrichtet, sowie nicht autoreferenziell unmittelbar auf die soziale Wirklichkeit außerhalb des zeitlich und räumlich begrenzten Handelns Bezug nimmt. Erst Bataille entfremdet den Potlatch weiter bis zum reinen, interessenlosen und unproduktiven Verausgabungsspiel als Modell jedes Hazardspiels mit dem originalen Potlatch, den wir in diesem Video rekonstruiert haben, hat das dann freilich auch nichts mehr zu tun. Nach Bataille heiße Spielen sich souverän verhalten, eine souveräne Art zu glänzen, deren einziger Zweck nur die Gleichgültigkeit gegenüber jederlei Zweck und dessen Triebfeder die Eitelkeit sei oder, gut mittelalterlich, das Streben nach Ehre, nicht aber als ein positiv sozial wirksames Attribut vom symbolischen Kapital, sondern rein autoreferenziell um nichts. Wenn die Menschen ostentativ miteinander kämpfen, dann um des Ruhmes willen und um einen gewissen Status der Souveränität spürbar zu machen, der ihnen eignet und den eine Bestimmung ihrer Ressourcen oder eines Teils derselben für nicht lukrative Zwecke unter Beweis stellt. Ob es sich um Literatur oder um Poesie handelt, um Gesang oder Tanz, um Lauf oder um Fußball, um Geschicklichkeit im Schach oder im Kartenspiel, ob es sich um Turnier, Potlatschs oder sogar um Krieg handelt. Die Akteure haben nicht die Sorge gehabt, sich in ihrem Versessensein auf die gute Verwaltung ihrer Interessen sehen zu lassen. Was sie suchen, geht über das Ziel des interessierten Vorgehens hinaus. Wenn sie sich zeigen, dann weil sie spielen, weil sie ihre Kräfte grundlos vergeuden. Die Überlegenheit, die sie zu behaupten suchen, ist die des Spielers. Sie besteht darin, um nichts und wieder nichts sich besser zu verausgaben, besser seine Ressourcen zu verschenken. Die Metapher des Glänzens, für welches das Spiel die Möglichkeit biete und erneut Anlass eines Wettkampfes werden könne, erinnert stark an die mittelalterlichen Beschreibungskonventionen für die Sichtbarkeit von Ehre. Wer für den Glanz der Ehre bereit ist, trotz oder gerade wegen der Gefahr des Todes zu kämpfen, sei der echte Spieler. Alle anderen seien bloß gewöhnlich, lähmten das Spiel, da sie aus Angst die totale Verausgabung scheuten. Dort, wo Caillois, wie der gesunde Menschenverstand und die meisten heutigen sozialwissenschaftlichen Spieltheorien, das Spiel korrumpiert und in Nichtspiel umschlagen sieht, nämlich im gewaltsamen, alle Regeln brechenden Exzess ohne Disziplinierung des Argon durch Alia und umgekehrt, zeige für Bataille das Spiel erst sein wahres Wesen. Das ist ebenso konsequent wie paradox, wenn der ideale Potlatch nicht erwidert, der tote Kämpfer nicht weiter herausgefordert, die totale Verausgabung materieller und vitaler Ressourcen nicht überboten werden kann, kannibalisiert das wahre Spiel im Bataille'schen Sinne –
nämlich als Folge, aus der Verachtung der Folge sich sogleich selbst. Evolutionshistorisch sei deshalb in der bürgerlichen Gesellschaft das wahre Spiel in schwächere, unschuldige und mit der Arbeit verträgliche Spiele transformiert worden. Die Bataille, hier trifft er sich in gewissem Sinne mit Heusinger, der allerdings den Verfall auf das Schwinden des heiligen Ernstes zurückführt, kaum mehr Spiel zu nennen wagt. Jene schwachen Spiele, jene Golfpartien und jener Herdentourismus, jene weichlichen Literaturergüsse und jene blutlosen Philosophien sind der Maßstab einer ungeheuren Abdankung, der Widerschein jenes trübseligen Menschentums, das die Arbeit dem Tode vorzieht.